Jo Leute, einen bombastischen guten Tag euch den Leuten und willkommen zu einem weiteren Kit Review. Und heute kaufen wir das Stomper Kit. Hier, wir haben es gekauft. Viermal. Okay, das war natürlich scheiße. Dann nehmen wir die Runde. Oder auch nicht. Hier seht ihr die Nachteile eines Non-Premis. Schon scheiße. Ich sag zu oft dieses Wort. Komm, lass mich doch irgendwo drauf. Ich glaube, es ist einfach schneller, wenn wir in so eine Runde gehen. So, dann stelle ich mich kurz auf Skype auf beschäftigt. So, und dann werden wir nicht angerufen. Ich habe übrigens TikTok im Mund. Und dann nehmen wir das Stomper-Kit. Und das Stomper-Kit, das kann auf andere Schüler springen, die daran sterben. Und der Stomper erhält maximal 2 Herzen Fallschaden. Ihr denkt euch jetzt, das Kit ist von mir ja scheiße, ne? Ist es nicht. Das Kit ist OP. Meiner Meinung nach fast eins der stärksten Kits. Schinken oder, keine Ahnung, Zielsucher. Zielsucher ist jetzt nicht mehr so stark, aber sind schon starke Kits. Aber auf jeden Fall, dieses Kit ist einfach geil. Es ist einfach, du musst nur Fallschaden bekommen und dein Gegner stirbt daran. Meines Wissens nach wurde das auch noch nicht genervt. Wird es aber natürlich dann, wenn ungespielt seine Serie da macht. So, ich brenne jetzt bestimmt. Jo, ich bin so cool. Auf jeden Fall probieren wir das wie immer. Eine Runde werde ich jetzt Uncut machen. Und die andere Runde werde ich dann, dass das eine Runde ist, wo ich dann weit gekommen bin mit dem Kit und so die Stärken von dem halt ausgenutzt habe. Ja, und es kommt ja jetzt in letzter Zeit 4 Ender Games. PvP Dojo oder so kam ja auch. Und ja. Aber Ender Games macht mir halt mega viel Spaß, deshalb zocke ich das ja auch überhaupt. Einfach weil es mir Spaß macht. So schlecht bin ich ja auch nicht in dem Spiel. So, gucken wir mal in den 5 Modus. Sind hier irgendwelche Sachen? Cool. Känguru. Immer noch eins meiner Lieblingskits, weil es einfach OP ist. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Werdet ihr wahrscheinlich eh nicht machen, wieso bank ich jetzt? Was ihr für ein Kit mal sehen wollt unbedingt. Denn danach kann ich mich dann richten, sonst nehme ich halt immer die eigentlich guten Kits, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, okay. Kommt niemand. So. Da müssen wir jetzt schnell craften. Haben einen Helm. Und eigentlich alles, was das Herz begehrt. Gehen wir natürlich hier direkt auf den Hügel. Und warten, bis uns jemand in die Arme läuft. Hier haben wir ein Känguru. Kängurus sind eigentlich keine guten Freunde von uns. Weil... wir laufen mal. Ja, okay, wir sind tot. Geil, in einem halben Herz. Da hätten wir irgendwas machen können, aber haben wir nicht. Deshalb sehen wir uns ja gleich wieder in der anderen. Tschüss. So, willkommen zurück. Wir spielen immer noch Stomper. Ich versuche jetzt schon ein paar Mal das Kit zu testen, aber sterbe immer beim ersten Mal. Why ever? Oh, hätte ich jetzt die Sachen nicht bekommen, wäre das schon echt mies gewesen, weil ich die Sachen brauche. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt noch eine Kiste und dann mache ich mir ein Schwert. Den kann ja nicht angehen, dass wir dann die ganze Zeit um ein Schwert rumlaufen, wie in der Runde davor. Ich hätte eigentlich so Fail-Dingens-Bummens machen können. So ein Fail-Zusammenschnitt. Fail-Dummens-Dingens. Was habe ich für eine Scheiße, ey. Das ist richtig schlimm. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei einem Baum. Den Baum holen wir uns. Komm her. Komm her. Spät mir schon mal ein Feuer. So. Ein Holz. Und jetzt haben wir
2 Holz. So, und dann machen wir uns da auch was draus. Klar, ein Dürrschwert. Eisenstiefel, wie es sich für einen Stomper gehört. Der hat immer Eisenstiefel an, was ihr das noch nicht wusstet. Und falls Leute das dann ernst nehmen, dann sind diese Leute ein bisschen dumm. Aber um jetzt nicht vom Thema abzukommen, wir werden jetzt hier auf diesen Baum gehen und den Typen hier holen. Komm hier. Wo bist du? Hallo? Bam! Stomp! Kassiert hast du. Da hast du echt schon kassiert. Krass, das geht, ey. Ist echt krass. Mann. Ist halt irgendwie doof, wenn man dann unten ist und der andere auf dem Berg. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, dann sortieren wir uns noch kurz. Der Zeit, in der kein Gegner bei uns ist. So. Das behalte ich mal. So. Dann nehmen wir uns das jetzt alles. Mit dem Kit ist auch irgendwie cool, dass man so Berge runterspringen kann, glaube ich. Und dann kassiert man ja eigentlich überschaubaren Fallschaden, sage ich mal. Hier springen wir dann an die Lianen. So. Hier können wir aber jemanden stompen. Ah, schade. Oh, hätte uns fast jemand Holz hinterlassen. Aber war dann doch wohl nicht für ihn. So. Aber die Runde läuft auf jeden Fall. Habe ich gute Chancen zu gewinnen. Vor allem mit der Rüstung, die wir jetzt haben. Sollte das nicht wirklich ein Problem werden. Oder es kann ein sehr großes Problem werden. Aber vielleicht sollten wir... Ich möchte nochmal jemanden stompen. Sonst haben wir das Kit nicht so gut ausgenutzt. Oder ich nehme dann die runter und schneide dann Stormstar hinter. Und ich glaube, das wäre sogar eine super Idee. Aber das kann dann echt lange dauern zu schneiden. Also falls ich das mache, Leute, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch für eine Arbeit, für die Arbeit. Dann weiß man auch immer, dass das gut ankommt. Okay. Der Gegner ist die Richtung. Wow. Ich möchte hier weg. Scheiße. Ich möchte mit ihm reportet werden. Das wäre ganz cool. Ernsthaft? Geil. Psst. Ich hatte ich. So, gehen wir mal hier hoch. Ich bräuchte echt noch mal Zeug. Ach, keinen Bock jetzt hier. Wir können uns ja erlauben, darunter zu springen. So, noch 83 Blöcke ist der Gegner entfernt. Und wir sollten vielleicht mal hier hochkommen. Damit wir auch einen erfolgreichen Stomp hinlegen können. Hier ist echt hoch. Da müssen wir ja aufpassen. So. Nervig.
So. Jetzt hier hoch. Cool. Echt geil. Die Runde ist irgendwie langweilig geworden. Muss ich zugeben. Jeder verkämpft sich nur. So. Hier kommen die Tricks. Hey, wo ist er denn? Ach gut, das ist MLG. Ist das A und O eines Stompers? Ist der da? Nee. Wo ist der dann? Das nervt echt. Da ist er. Enderperlen wären ganz nice. Scheiße, da ist er. Da sind noch welche. Wo sind die? Wo kommen die alle her auf einmal? Und jetzt pass auf. Oh, scheiße. Ah, ist tot. Margoni Wurzel ist tot. Trauer, Trauer, Trauer. Aber jetzt muss ich mich erstmal um meine eigenen Probleme kümmern. Bam! Stomp! Leute, damit hätten wir dann gewonnen. Bam, haben wir den gestormt, Alter. War schon geil. Kann ich nur sagen, war schon geil. Auf jeden Fall, dann schneide ich vielleicht noch ein paar Storms dahinter und dann sehen wir uns einfach bald wieder. Tschüss.